Hallo und herzlich willkommen zum 10. Teil der Marisco Video Tutorial Serie. In diesem Video zeigen wir Ihnen, wie Sie den Monitoring-Plan Ihres Projekts erstellen. Monitoring ist der periodische Prozess des Sammelns von Daten, die dann verwendet werden, um den Status von definierten Indikatoren zu bewerten. Auf diese Weise können Veränderungen in bestimmten Elementen oder deren Leistungen überwacht werden. Um einen neuen Indikator zu erstellen, klicken Sie auf das Plus-Symbol. Es öffnet sich ein Textfeld, in dem Sie den Namen des Indikators eingeben können. Danach haben Sie die Auswahl zwischen vier Optionen, in denen Sie Informationen zum Indikator, Zeitplan, Methode und Messung festhalten können. Beginnen wir zunächst mit der ersten Option, Informationen zum Indikator. Zuerst können Sie den Indikator mit einem Element des systemischen Situationsmodells verbinden. Wählen Sie hierzu in der Liste die Elementkategorie aus. Im Anschluss können Sie das spezifische Element verbinden. Wie gewohnt können Sie weitere Beschreibungen, Bemerkungen, Stichworte und Fotos hinterlegen. Dann sollten Sie eine Bewertungsskala für den Indikator festlegen. Bewerten Sie nun anhand der Skala den aktuellen Zustand des Indikators und legen Sie den gewünschten zukünftigen Zustand fest. Im Menü Tendenz können Sie die aktuelle Entwicklung des Indikators dokumentieren. Findet gerade eine Zunahme oder Abnahme statt oder ist der Indikator stabil? Im Falle, dass Sie keine Informationen darüber haben, können Sie die Tendenz als unbekannt markieren. Im letzten Menü können Sie nun noch festhalten, auf welche Quelle sich Ihre Einschätzung beruft. Es empfiehlt sich, an dieser Stelle zwischenzuspeichern. Danach können Sie den Zeitplan der Messung erstellen. Legen Sie zunächst die Anzahl der Messungen sowie das Intervall und den Ort der Messungen fest. Sofern Sie bereits Informationen verfügen, können Sie hier den aktuellen Zustand dokumentieren und die Quelle nennen, auf die sich Ihre Einschätzung stützt. Der nächste Teilschritt ist der Methode gewidmet. Geben Sie zunächst den Namen der Methode an, die Sie für die Messung nutzen wollen. Im Menü können Sie dann eine oder mehrere Personen der Methode zuordnen, die für die Messung verantwortlich sind. Sofern gewünscht, können Sie auch Bemerkungen, Beschreibungen und Stichworte hinzufügen. Nachdem Sie alle Informationen gespeichert haben, können Sie nun eine Messung hinzufügen. Geben Sie zunächst den Namen der Messung an. Das Datum der Messung ist ebenfalls erforderlich, genauso wie der Wert und die Einheit Ihrer Messung. Zum Abschluss können Sie noch Informationen zum aktuellen Zustand, der Tendenz und der Quelle angeben. Die Indikatoren erscheinen in der Grafik als lila Dreiecke.